seit 2 Jahren experimentieren wir und haben verschiedene Versuchsflächen, wo wir wirklich herauskristallisieren, mit welcher Methode, mit welcher, was der Ingwer genau braucht, ist herauszufinden, wie es einfach bei uns in Salzburg dann auch funktioniert. Und jetzt haben wir mit der ersten Ernte begonnen, wo wir einfach schon die ersten Knospen zum Verkauf dann nehmen. An und für sich wachsen hauptsächlich China, Indien, Peru und so weiter. Also sie sind sehr im südländischen Bereich, einfach in dem tropischen Klima. Bei uns ist es so, dass jetzt erst 5 Monate schon vorkultiviert wird, das heißt in geschützten Glashäusern, wo er aufgezogen wird. Und dann bauen wir großteils, wir haben in Freiland auch Versuche, aber großteils im geschützten Anbau dann nochmal an und schauen so, dass wir da herinnen so tropische Klimazonen, sage ich mal, künstlich versuchen zu gestalten für ihn. Zum einen haben wir schon seit einigen Jahren einen ganz speziellen von Japan. Das ist eines der wichtigsten Frischkräuter da unten, den nennt man Myoga. Also das ist so ungefähr wie so ein Tulpenknoll, schaut das so ähnlich aus. Ja. Und die muss man dann immer wieder ein bisschen ausgraben und suchen und die reifen so nach und nach an. Man hat nicht so die Schärfe, ja, aber ist aber dann ein bisschen so im Geschmack so ein bisschen Orangen, Koriander und nimmt man eigentlich am meisten zum Würzen her. Also so ungefähr wie man jetzt bei uns Petersilie und Schnittlauch zum Würzen hernimmt. Es ist wirklich im kleinen Rahmen und für unsere Kunden einfach ein bisschen ein Highlight. In Salzburg ist ein sehr raues Klima, ist für uns ein großer Gewinn, dass man das bei uns auch schafft, dass diese Kultursorte heimisch ist und dass man die auch heimisch nutzen kann und da verzehren auch. Der hat die knorpelige Schale nicht, sondern der ist ganz frisch und da braucht man nichts schälen, der hat ganz eine feine Haut. Einfach reinbeißen und schauen, wie scharf das ist. Scharf.